Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge Red Dead Redemption 2. In der letzten Folge waren wir in Valentine und haben eine Story-Mission gemacht. Und wie angesprochen, um das Lager sozusagen vollständig funktionsfähig zu machen, müssen wir jetzt die Mission bei Leopold Strauss absolvieren. Von daher geht es jetzt da direkt weiter. Und nach der Aufnahme werde ich dann wohl mal wieder Holz hacken. Die ganzen Aufgaben stehen wohl wieder zur Funktion. Ich hab halt kurz geschlafen mit Martha. Herr Morgan, Herr Morgan. Mr. Strauss. You busy, my friend? Why? I'll cut you in. Loaning. Already? You know how it is. People is happy to borrow off someone like me, but more enthusiastic paying back to someone like you. Of course. Who are they? Let me see. A Chick Matthews works at Guthrie Farm. He's a hand, I believe. Mr. Roble, the small holder at Painted Sky, runs the operations there, badly. Miss Lily Millet is a ranch maid up at Emerald Ranch. And here was me believing Dutch's bluster about us helping folk. It's legal work, Mr. Morgan. Debtors belong in prison. We are doing them a favor. Aye, I'll make sure they see it in them terms. Put the debts in the deed box and try not to kill them. It's very bad for business. Also sollen wir jetzt Geld eintreiben? Da gucken wir mal. Die drei sind weiter weg. Also machen wir als erstes Mr. Roble. Roble? Irgendwie sowas. Raus aus dem Lager und direkt erstmal wieder die richtigen Waffen hier nehmen. Ich nehme die Flinte mit. Er sagt, mein Pferd ist schmutzig und wir können doch, glaube ich, geht das hier nicht? Nee, geht nicht. Wir müssen mal anhalten. Und einmal striegeln. Aber ich kann nicht striegeln. Aber vielleicht kommt das erst im Laufe des Spiels. Hat er mich gerade hier angequatscht? Oh yeah. Hey there, Mister. That'll keep it going, all right. Hey there. Look at this, my friend. Tobacco. Nature's gift to us all. Focuses the mind like nothing else. Whatever you say. Well, I say, why buy it off the shelves when you can make your own? Well, plenty left here if you're interested. I'd best keep moving. Well, shit. Der hat aber einiges auf seinem Pferdchen. Haben wir noch was? Nein. Ach, wahrscheinlich, weil er den gepflückt hat, wird er uns nicht richtig angezeigt. Nun gut. Ich glaube, den Herrn treffen wir auch noch öfters im Lauf des Spiels.
mir jetzt das Pferd stehlen, ne? Aber kein Bedarf. Können wir irgendwas klauen? Ja, da haben wir ein bisschen was. Knock, Mr. Robe. No, przepraszam, co pan robi w moim domu? God damn it. English? Speak English? Me? Silesia. Yeah, good for you. Upper Silesia. I'm here for money. You borrow from a German man? Aha, German. Mein Herr, sprechen das, das the Kaiserreich. I don't speak German neither. I'm here for money. Money that you borrowed from Leopold Strauss. Leopold Strauss. Uh-huh. Yeah. So it's time to pay. Where is it? Well, no, I have nothing. It's very bad winter. We've all had a bad winter, pal. Where is it? Oh, no. No. Now, you remember where you're keeping that silver? Potrzebuję trochę czasu, znajdę ci pieniądze. Oh, still don't understand you. God damn it, you have a debt to Herr Strauss. Pay up! Stop! Już nie mam siły. Nie, nie! Przestań! Jak! No, 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 no. Please, no. No, have money, but... But I have this. It's good. It's good. It's valuable. It's Warszawa, yes. I have your things, okay? I have anything in here or out there. Yes. Very valuable. Good? Not good yet. No. Yes, 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 yes. The longer I look, the madder I get. Don't even speak English. Should about cover things. So, ich weiß, dass der da hinten auch noch was versteckt, aber da uns gesagt wird, Schulden sind eingetrieben, wollen wir mal nicht so geizig sein. Oder geizig ist das falsche Wort, oder? Gierig. Uns ist hier auch weiter nichts, ne? Oh, da haben wir noch einen Schrank. Oh, wichtig sogar. Wir sehen gerade, für ein Talisman haben wir gerade was bekommen. Wobei, war hier vielleicht auch noch was Wichtiges? Move aside. Ah ja, die Goldohrstecker. Okay, doch wichtig, dass ich hier nachgeguckt habe. What do we have
für das Wildschwein-Stoßzahn-Talisman. Na doch, wichtig. Tut mir leid, Herr Brobel, aber brauche das alles. Hat's ordentlich was bekommen. Na hier, die Goldohrstecker, die brauchen wir. Und hier steht, ne, verkauft und zur Herstellung von Gegenständen benutzt werden. Das ist wichtig, wichtig. Wo ist mein Pferd? Ja. Der denn? Mal untersuchen, was hat der denn? Der hat 2-2. Das ist eigentlich nicht so gut, ne? Jeden Fall besser. Settle down, girl. Easy. You're doing good, girl. Wie füttern? Ich glaube, ich muss ihn jetzt so lange füttern und streicheln, bis ich mit dem Tier verwundert Stufe 1 habe und dann müsste ich den gleich rauswisseln können. Einmal hilft vielleicht eine Möhre. Yep. Oh, jetzt kommen wir sogar hier raus. Perfekt. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal zum Stall eben kurz. Nach Valentine. Wo ist der denn hier? Ach, das kommt wahrscheinlich erst. So weit sind wir jetzt noch nicht. Das heißt, ich muss jetzt erstmal ins Lager. Haben wir uns schon mal ein besseres Pferd gemopst. Und der andere lahme Gaul mal langsam. Da verwundert eins, das war jetzt schon mal wichtig. So. Will ich jetzt eigentlich hier? Boah, nee, das will ich behalten. Der wird angebunden. So, aber Hosea, es weckt
weil dem sein Shire Horse war ja gerade noch hier. Mann, Spiel. Just stay alert. Oh, I shall do. If anyone tries anything, I'll blow their heads off. Jetzt ist die Frage, komme ich hier gleich an meine Waffen dran, dem Pferd. Yep, yep. Ne, ich glaube, ich muss doch erstmal das andere nehmen. Bis das hier mit dem Stall gleich irgendwann freigeschaltet wird. Das erstmal hier an, wenn es gehen würde. Verdammte Axt. Good morning. Guten Morgen, Bill. So. So, dann geht's zu den nächsten Schuldnern. Zu Chick Matthews. All good there, Pearson? Still need more food, Mr. Morgan. Yeah, you should. Jemand? Komm. Hab's in der letzten Folge schon gesagt, ne? Die können ruhig mal öfters angreifen. Also die haben so viel Knete dabei. Jetzt gerade zu Beginn ist es echt richtig nice. Wenn man sowas am Straßenrand sieht, kann man immer mal eben gucken. Schmuck. Sehr gut. Und bei anderen bin ich schon voll. Machst du noch weit? Nö, ach, sind ja gleich schon da.
you Chick Matthews? Oh, no, not me, sir. That's the greenhorn over there. Oh, and there he goes. So long, long shark. Damn it! Hey! Get back here! You owe us money! Yeah! So eine einfache Möglichkeit, die man jetzt haben könnte, wäre einfach das Pferd abzuschießen, aber Pferde töten in dem Spiel gibt leider negative Ehre. So, jetzt muss man den Idioten hinterherlaufen. Ja, und jetzt habe ich halt nur so ein Schmutzpferd, ne? Aren't you gonna untie me? Well, this is real uncharacteristic. I'm the problem. Yeah. Wird mit Sicherheit der Baum hier sein. Da wird es doch bestimmt schon sein hier. Schulden eingetrieben, bleibt nur noch einer oder eine, genau, Lilly. Das war schon die direkt hier vorne. Ah ja. Goddamn performance with you. Now I told you I'd get you the money next week and I'll get it. If you didn't make it this week, who's to say you'll make it next? Don't you take that tone with me. I thought you said you loved me. I do, but what I get paid ain't enough for one person, let alone two. Your money's gotta be your problem now. The only problem I got is this bleating going on in my ear. Now lay off it, Lily. God damn it. Lily, where's our money? What? That loan you took. It's payday. I'm sorry. I don't have it right now. Well then, I guess we got a big problem, don't we? Cooper, give him what you've got. I ain't giving him nothing except a lesson in damn manners. Son of a bitch. Okay then. Give him the money, Cooper. Come on, that's enough. Oh.
Der hat... Nein! You've got your money. Leave me alone. You know what happened to the thieves? Law will hear about this. I didn't steal that. It's a debt. Damn it. Can a man have some peace? Get back here. Hey, I don't even remember what I need to forget. You messed up. Should learn how to shoot, fella. Will auch gar nicht kämpfen, Idiot. War nur kein Zeugen hier. He's a friend. Hey, Mister. So, alle drei Oh, ne, das ist falsch. Sorry, falsches Pferd. This is means. So, alle drei Schulden erfolgreich eingetrieben und ich reite dann mal zurück nach Horseshoe Overlook. Oh, hier braucht jemand Hilfe. What's with the holler? I got bit. Oh, God. Oh, I need medicine. Or a siphon. All right. All right. Quit moaning. Christ. Oh, oh, God. Let's keep this between us. Oh, you saved my life. I owe you. Got that right. I do. Now I gotta get out of here. Go, God. Don't much like it around here no more. Glad I could help. Keep your eyes on the ground, huh? You'll be all right. Thank you. Diese Mission, gerade diese so Gift aussaugen oder dann gibt es noch, die haben sich in einer Bärenfalle verfangen und so Gedöns, sind super. Und ich kann auch nur empfehlen, die immer sofort zu machen. Wie ihr seht, es geht ja relativ schnell. Es kommt darauf an, aus welchen Städten die sind, aber haben wir hier was in der Nähe? Jetzt nicht direkt, ne? Aber wenn man Glück hat, trifft man die Leute in den Städten wieder. Und dann gibt es einen kostenlosen Artikel von denen. Also die sagen sozusagen hier, der geht auf meinen Deckel, kauft euch was. Das ist natürlich super praktisch, wenn das zum Beispiel der Büchsenmacher ist, dann könnt ihr euch einfach so wie jetzt, was fehlte mir in Valentine, das Springfield-Gewehr für $120. Das kriegt ihr dann kostenlos, weil er euch einen ausgibt. Ja, es kann aber auch der Gemischtwarenladen sein, da sind jetzt nicht so teure Produkte unterwegs. Aber ja, sowas würde ich auf jeden Fall immer mitnehmen. Ich bin jetzt auch schon kurz vorm Lager. Ihr seht, ich war ein bisschen fleißig. Ich habe ein bisschen was gefangen. Weil wir halt gar nichts im Lager haben. Wir wollen ja nicht, dass unsere Leute verhungern, nicht? Bevor wir aber die Schulden jetzt abgeben, gehen wir erstmal zu Herrn Pearson.
So, da können wir nämlich jetzt spenden. So, hier, da können erstmal die ganzen schlechten Pelze weg, weil die brauchen wir einfach nicht. Die sind dann für die Kasse, ne, für die Lagerkasse. So, dann haben wir hier so Kadaver. Der ist für Vorräte, also das gibt Essen. Das Fleisch hebe ich immer selber auf, weil das brauche ich. Weil wir uns das ja selber kochen. Und jetzt gibt es den dicken Kadaver. Okay, das stinkt hier Kadaver. So, das reicht alles noch nicht. Ja, das ist dann halt so. So, dann geben wir jetzt mal die eingetriebenen Schulden. So. 71,94 ist der aktuelle Stand des Geldes. Wow. So, und jetzt haben wir das Kontrollbuch freigeschaltet. Jetzt können wir hier nämlich mal reingucken. Das ist erstmal, wer was einbringt. Das ist natürlich jetzt nicht so wichtig. Nur wichtiger ist jetzt, dass wir hier die Sachen, hier können wir jetzt das Lager mal einmal auffüllen. Warum kann ich das nicht auffüllen? Okay, aber weil ich wahrscheinlich erst eine Lagerverbesserung machen will. So, das Erste, was wir machen, ist Unterkunft. Jetzt wurde Dutchs Unterkunft verbessert. Das Nächste, was danach kommt, ist, glaube ich, die Unterkunft von Arthur. Und die sorgt dafür, dass wir schnell Reisen machen können. Fine. Our accounts are up to date. Sad sacks, a lot of them. Good, very good. My pleasure. Well, if it's pleasure you're after, there is one other. This farmer preacher fellow I met in Valentine, Mr. Downs. The opinionated little do-gooder? Yeah, I know the one. I certainly know the type. Thank you, Herr Morgan. There's no need to thank me. Like you said, it's pleasure I'm after. He's more slippery than he seems. I've tried being polite. Don't take any nonsense. Nonsense? Me? If he doesn't have the money, beat him. Well, I usually do. I know. I know. So, das heißt, wir sollen Mr. Downs auch noch einen Besuch abstatten. Dann machen wir das noch, damit ich da die ganzen Geldeintreiber Mission in einer Folge habe. Und wir sehen uns dann bei Herrn Downs. Und pünktlich zum Sonnenaufgang tauchen wir auch schon bei Mr. Downs auf. Mr. Thomas Downs, you owe me money. No, I'm. Oh, come here, you maggot. Please, sir. Really? Threaten me, would you? Please, I have a family, sir. Please. I don't care about your family. Why did it have to come to this, huh? Believe me, sir, I didn't want this either. You ain't such a do-gooder, are you? If you're running out on debts... I'm not running anywhere. I'm doing my best for you. You are a slippery little bastard. But I got you now. Please. Please, show some compassion. Please. We took your word. Now we'll take your hide. You borrowed money from my business partner, Herr Strauss. You owe him, you took the money. He wants it back, what's not to understand? Where's our money? I don't have it. Sell your place. We already owe more than it's worth. Then sell your wife, or your family, or something. We ain't your idea of charity. Is that clear? Thomas! What are you looking at? Thomas! I said, what you looking at, woman? My husband isn't well. If we could just have more... Like I said, we ain't nobody's idea of charity. Get us the money!
Und diese Begegnung wird noch eine entscheidende Rolle in unserem weiteren Spielverlauf einnehmen. Wir müssen jetzt natürlich eben noch Herrn Strauss Bescheid geben. You get on? Not so good. He's almost dead. And they seem more or less destitute. You were a fool for lending them the money. Well, people who aren't desperate don't seem so interested in my propositions. Of course. Das war's dann auch mit dieser Folge. Wir haben für Herrn Strauss bei 3 Schulden erfolgreiche Schulden eingetrieben, beim 4. nicht so. Und mit dieser Begegnung werden wir im Laufe des Spiels noch ein paar Mal konfrontiert werden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao.